Willkommen zurück zu City Skylines. Ja, letzte Folge hier haben wir ein bisschen mit den Postautos gemacht und festgestellt, dass gefühlt gerade die ganze Welt uns Post schickt. Zumindest was das Import von Sachen angeht. Da war vorher gar nichts dunkelblau, jetzt ist alles dunkelblau. Ne, wir sehen ja auch, Postautos sind gerade doch relativ viele überall unterwegs. Hat, glaube ich, die Folge, dass wir jetzt ziemlich viel Post bekommen und Post verschicken und Post, keine Ahnung, also, ja. Export ist nach wie vor ziemlich viel Holz, ziemlich viel Erz und etwas Öl. Mit dem Erz müssen wir uns mal ein bisschen noch befassen, das ist hier ein bisschen doof gebaut. Wir sehen ja hier, wir sehen das Problem. Es ist ein großes. Es läuft nämlich nichts, oder nur sehr, sehr langsam. Das geht natürlich nicht, weil das ist blöd. Und ja, sorgt auch für größere Probleme, würde ich mal sagen. Ich bin schon überlegen, was man da für Lösungsansätze verfolgen kann. Aber naja, ist schwierig, weil ich kann einerseits halt nicht alles zubauen. Andererseits kann ich auch nicht alles verstecken. Wobei mir gerade eine Idee kam, ich könnte einfach einen riesengroßen Autobahnkreis bauen. Eine Spur, eine Richtung. Und dann einfach überall Auf- und Abfahrten dran zackern. Und das Ganze unterirdisch legen, damit ich dann oben alles zubauen kann. Wäre eine Idee. Muss ich mir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn ja, dann machen wir es. Wenn nicht, dann, ja, who cares. Weil ich finde es schön, dass hier überall so ein großer Verkehrsfluss auch ist. Also hier ist ja ziemlich viel los. Auch hier gerade so an der Stelle. Ne? Also hier ist schon ordentlich Bewegung drin. Gut, hier ist ziemlich viel rot. Hier tatsächlich, freut mich, ist relativ flüssig. Gut, an der Stelle jetzt hier wegen der doppelten Ampel muss ich jetzt vielleicht mal irgendwie das auch noch anders lösen, dass das irgendwie dann da auch besser so rauskommt. Aber sonst ist das hier doch auch relativ in Ordnung, würde ich sagen. Also relativ, ne? Also, ginge besser, gerade das hier vielleicht. Aber sonst ist das in Ordnung. Gut, hier. Ja, okay, das, ja. Okay, vielleicht hätte ich den Bahnhof doch besser woanders hingebaut. Zum Beispiel hier unten, wo ja eh Platz ist. Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, das noch zu ändern. Gut, hier hinten sorgt das nicht für Probleme, aber das sorgt halt Probleme, dass das dann hier sich alles staut. Und dann hier wiederum zurückstaut. Ja. Gut, hier ist dafür gar nichts los. Perfekt eigentlich. Okay, das stört mich jetzt gerade wirklich. Das muss wirklich geändert werden. Das heißt, wir machen das weg, 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 das weg. So. Das ebenfalls weg. Dann nehmen wir den Kollegen Bahnhof hier. Tackern den hier unten möglichst mittig rein. Nein, tun wir nicht. Wir machen das anders. Wir müssen den etwas nach hier hinten schieben. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Schiene, wenn möglich, beides trifft. Wird zwar nicht funktionieren, wette ich drum. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Oh doch, es trifft beide. Guck mal, dass das so klappt. Das ist ja jetzt schon impressive hier, ne? Sorgen dafür, dass diese Schiene hier nichts mehr da rauskommt, sondern hier trifft, weil dann können wir theoretisch mehr Glück haben. Mehr Glück haben. Na, machen wir jetzt hier einfach so eine lustige Form hin. Glück haben, sogar die Holzprodukte von hier oben nach da fahren, damit die schneller ans Ziel kommen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es das bringt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also, ja, schlimm schon, aber nicht so schlimm, dass ich dann traurig wäre, ne? Gut, das hier kann man jetzt auch noch mal dann irgendwie mit Parks noch ein bisschen verschönern. Also, was heißt verschönern? Also, machen dafür eigentlich dann eher dafür sorgen, dass die Fläche sinnvoll genutzt ist. Hier sehen wir schon, der Türmchen hier macht sich da definitiv besser. Hier die Parks können auch nicht schaden. Ja, jeder Park ist, glaube ich, etwas Beruhigendes für den Ort hier. So. Müssen wir mal schauen, ob das sich jetzt irgendwie hier ein bisschen verbessert vom Flow. Ich meine, ne, im Weg stehen können die halt trotzdem alle noch, aber wenn wir Glück haben, stehen sie weniger im Weg. Vor allem auch, weil die ganzen Postwagen jetzt auch alle aus dem Bahnhof rauskamen, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Und dass die halt jetzt hier alle im Kreis fahren. Aber das, ne, ich lasse das mal laufen. Vielleicht reguliert sich das von selber. Wer weiß. Was mir auch gerade noch in den Sinn kommt, wir könnten hier noch eine Fußstrecke hinbauen.
dass du dann da tatsächlich einfach schneller rauskommst. Aber so einen billigen Zubringer, dass du theoretisch einfach hier abfahren kannst. Wenn du im LKW aus dem Bahnhof kommst und dann da, ne, zack, weg bist du. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Gut, einen zweiten Autobahnanschluss hier drüben hinlegen, damit die Autos dann auch in die Richtung schneller abhauen können, wäre auch nicht schlecht. Vor allem, weil hier einfach niemand fährt, ne? Hier fahren alle, da fährt niemand. Finde ich auch ein bisschen komisch, aber lassen wir mal so. Wie gesagt, das machen wir mal bei Gelegenheit. Wir sehen hier, die Nachfrage nach normalem oder generell nach Gewerbe wird höher. Da gerade das Agrarbusiness bei uns im Ort noch gar nicht so bekannt ist, wollte ich jetzt gerade fast sagen, könnten wir hier den wunderschönen Autobahnknoten, den ich hier so mühevoll, oder was heißt Knoten, das schöne Dreieck hier, was ich mühevoll gebaut habe, abreißen und dafür sorgen, dass wir hier Farmland hinmachen, durchgehend. Die Autobahn kommt dann ein Stockwerk tiefer, einfach in den Keller rein. Mit Kreuzungsmöglichkeiten für diese Autobahn hier irgendwie. Und dann machen wir hier ein bisschen Bauernhof, weil das ist, glaube ich, das einzige Gebiet, was wir von der Größenordnung haben, wo wir das nutzen können. Ich meine, hier oben war was, das ist ziemlich klein. Hier ist ziemlich schwach. Hier ist auch ziemlich viel Wald, den wir benutzen könnten. Hier ist auch noch sehr viel Erz. Hier ist noch mehr Öl überall, aber es ist nirgendwo die Menge an Farmland, die ich hier gerne hätte. Das heißt, wir färben jetzt hier einfach mal so den ganz großen Bereich ein. Dann einfach so ein ganz riesengroßes Landschaftsgebiet Bauernhof wird. Genau, wir sind ja hier schon, ne? Also, ne? Holz, Erz und das, ne? Haben wir zwar ziemlich wenig tatsächlich nur, aber das macht nichts. Wir können das hier dann auch verwenden, vollständig, und dann dafür sorgen, dass dann da schöne Produkte kommen. Apfelhainzentrum, das hört sich doch schon mal lecker an. So, als erstes, verschwindet jetzt die Autobahn, wie ich ja schon sagte, im Keller. Schade um diese schöne Autobahnauffahrt hier. Die fand ich echt schön, aber ne, macht ja nichts. Beziehungsweise machst du nichts. Wir hätten auch einfach die hier benutzen können. Egal, lassen wir da. Autobahnkreuze kann man nie genug haben. Genau, dann lassen wir die einfach hier unten im Keller. Weil wir könnten sogar noch ein unterirdisches Autobahnkreuz versuchen. Ne? Das würdest du nicht sehen, aber es wäre da. Wäre jetzt so der Next Level Shit, ne? So unterirdische Autobahnkreuze. Hätte was. Bestimmt, aber... Was ist eigentlich aber? Wir machen das jetzt einfach mal. Wir bauen jetzt ein unterirdisches Autobahnkreuz, Leute. Das ist nun mal was ganz Neues. So, das ist hier eine dreispurige Autobahn, die dann einfach hier, zack, in den Tunnel verschwindet. So, genau, perfekt. Sie ist dann schon mal aus dem Auge, aus dem Sinn, ne? Oder aus dem Auge, aus dem Sinn, aus dem Blick, aus dem Sinn? Egal. So, ne? Zack, Ein- und Ausfahrt. Hier drüben, selbes Spiel. Danke für diesen tollen Krach, liebes Flugzeug draußen. So, du Tunnel... Du Tunnel. So, sehr gut. Keiner weiß, wo sie hinführen. Sie sind weg. So. Da das jetzt die Hauptstrecke ist, bekommt die Priority, dass die einfach auf der oberen Ebene fahren darf. So. Ganz einfach. Diese Autobahn ist eh eine schmalere. Das ist, glaube ich, eine zweispurige. Kann das sein? Kann sein. Genau. Die schmalere bekommt dann die, ja, die Nachzugs-Priority, dass die halt einen Stockwerk tiefer fahren muss. Die kreuzt also dann diese Autobahn unterirdisch. Was ist da jetzt das Problem? Ist das, weil das der Hügel hier ist oder was? Ach Gottchen. So. So, hier, Hügelchen ist weg. Muss ich die Autobahn bestimmt nochmal neu verlegen. So, das hier machen wir auch mal ein bisschen kleiner alles. Ne? Ich brauche hier keine Hügel. Wir brauchen hier flaches Land für ganz viel Getreidefläche. Also, vielleicht können wir auch mal noch irgendwo in der Mitte des Landes irgendwo einen See bauen und einen kleinen Fluss dranhängen. Ne? Kann man ja theoretisch künstlich erstellen durch die ganzen Wasserausläufe und so weiter und so fort, ne? Weiß ich nicht, also hier ist ja halt sehr viel Platz, ne? Das war vielleicht dann hier irgendwo einen See oder sowas machen und dann hier so einen kleinen Fluss durchbauen. Wir wissen schon. So, Quizfrage. Liegt die Autobahn deswegen jetzt hier höher, weil der Berg höher war? Ist damit zu rechnen? Vermutlich. Stört mich das? Definitiv. Machen wir es neu. Klaro. So, nochmal. Du dahin. Und du. Und du dahin. So, jetzt neuer Versuch. Zwei Stockwerk tiefe Autobahn. Passt du da geradeaus durch? Geht doch. So. Ja.
Ich hätte sie auch gern gerade genommen, ne? Also, ne, Spiel, ich wollte es nur gesagt haben, ne? So gerade aufzubauen ist auch nett. So, die gehen einfach 180 Grad Winkel hier durch. Ne, mit ihren zwei Spuren. Okay. Weißt du was? Nein, machen wir nicht so. Boah, ich finde diese Sicht ist gerade hier sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. So, angeschlossen. Perfekt. Fehler gemacht. Großen Denkfehler gemacht. Die darf nicht direkt angeschlossen werden, weil sonst geht sie nämlich zu früh hoch. Die muss also bis hier und geht dann erst ab. Ja, genau. So geht's auch. Ne? Dann fährt die Autobahn unter sich selber her. So macht man das meistens. Ne? Wenn man die Autobahn, ne? Wenn die sich treffen soll, dann fährt sie untereinander her. Ne? Genau, so, jetzt sind die angeschlossen. Jetzt ist das hier ein unterirdisches, zweispuriges Autobahnkreuz. Hier erstmal noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ups. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jetzt die Autobahnadern sich kreuzen unterirdisch. Das ist natürlich gar nicht mal so leicht. Zumal das jetzt wieder so blöd rumbackt. Jetzt solche Scheiße hier rauskommt. Was ist das denn? Das soll unterirdisch sein, das Autobahnkreuz. Spiel, hast du es nicht verstanden? Hast du es nicht verstanden, oder was? scheinbar nicht. Warum? Hier ist ein Kackberg drauf. Muss ich jetzt echt die Landschaft erhöhen, damit das da nicht wieder passiert, oder was? So, hier, bitteschön. Hast du Landschaft oben drauf? Wag es dich und komm jetzt aus dem Boden raus. Geht doch, so. Ja, gefällt zu steil, okay. Müssen dann denken, dass wir dann hier auch manuell dann einfach runterschalten, weil das sonst nicht passen würde. Ja, so, jetzt haben wir hier zum Beispiel die ersten, ja, die erste Blumenanschlussschleife gebaut. Ich meine, das kann ja theoretisch einfach so, so, oh, hey, es darf nicht wahr sein, ne? Es kann nicht wahr sein. So. Geht doch. Genau, aber die erste, die zweite, wie machen die das auf einmal richtig groß, ne? Weil dann ist ja auch der Auslaufbereich größer, dann, ne? Dann haben die auch mehr Geschwindigkeit zum Fahren, weil das ist ja jetzt eine unterirdische Angelegenheit. Ungültige Form. Ich gebe dir nicht ungültige Form. Hier, du Spiel, ne? So. Das war jetzt ein unterirdisches Autobahnkreuz. Ich weiß nicht, gibt es sowas überhaupt in echt? So unterirdische Autobahnkreuze? Hat man sowas schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Okay, das kommt jetzt hier zu tief. So. Was fehlt jetzt noch? Hier drüben fehlen jetzt noch zwei, ne? Hm? Das ist geil. Jetzt ist der ganze Boden hier so tapeziert. Wunderbar. Sehr gut. Gefällt mir. Vor allem, du siehst es halt doch von oben siehst du halt nichts, ne? Es ist halt einfach ein komplett unterirdisches Autobahnkreuz. Wie geil ist das denn? So, ab der Stelle machen wir dann jetzt hier auch einfach dann wieder dreispurig, weil dann einfach die Autobahn dreispurig hier rauskommt. Oder wollen wir sie sogar vierspurig machen? Das wäre natürlich noch ein... Das wäre natürlich noch krasser, wenn sie vierspurig bauen würden. Und dann die Spuren hier exakt aufteilen. Pass mal auf, die machen wir jetzt hier vierspurig. Machen die dann im Autobahnkreuz selber zu den gewissen Stellen dreispurig. Warum ist der Ort belegt? Was ist denn hier belegt? Was? Was belegt das hier? Hä? Das hier oder was? Aha. Genau, wir machen also bis dahin und ab hier, dass wir dann hier in dem Bereich schon dreispurig sind, dann ab hier vierspurig, weil dann das ganze Industriegebiet hier dranhängen können. Was dann hier hoffentlich wunderbar eingliedert. So. Na, dann haben wir halt hier die optimale Spurauslastung. Hier kommt die Autobahn dann schön schnurstracks, schön schnell den Berg hoch. Mitten in dem Gebiet drin. Das können wir jetzt voll tackern bis oben hin mit Straßen und machen und hast du nicht gesehen. Und hoffen, dass das dann hier super gut ankommt. Oder wir teilen die Autobahn, lassen wir sie im Kreis. Wir werden sehen, was wir machen können. Ist ja viel Platz tatsächlich da.
der auch genutzt werden möchte. Können auch hier noch so eine, nach hier irgendwas bauen. Ja, gibt ja genug Möglichkeiten. Oder wir machen einfach hier noch eine Autobahn, die hier noch mitten ins Zentrum reingeht. Ja, oder zum Beispiel hier so zwei Autobahnen, die dann hier so, ne, von beiden Seiten kommen, sich hier treffen und dann beide irgendwo hier, gut, irgendwo hier ist ganz gut, irgendwie hier rauskommen. Keine Ahnung. Sehen wir dann ja. Und ja, bis es soweit ist, würde ich sagen, yo, hier kommt Industriegebiet hin. Ne? Haben wir ja schon gesagt. Und ja. Dann würde ich sagen, geht's dann mit nächster Folge weiter. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.